ich bin Marlies Markschäffel, Präsidiumsmitglied der Ausbildung beim Berliner Turn- und Freizeitsportbund. Heute wollen wir Jonglieren lernen. Es geht dabei um einen einfachen Wurf, die Kaskade. Ihr braucht drei Tücher. Man kann auch Socken nehmen, aber das Einfachste wäre, Tücher zu benutzen. Wir starten mit einem Tuch. Die anderen Tücher erst einmal wegtun. Und dann geht es los mit einem Tuch. Wir nehmen es in eine Hand und werfen es hoch und schnappen es wieder von oben. Einmal mit der rechten Hand und dann mit der linken Hand. Jetzt geht es wieder in die rechte Hand und wir werden das Tuch nach oben werfen in die linke Ecke und von der linken Hand in die rechte Ecke. Immer ein kleines X werfen und schnappen. Jetzt brauchen wir das zweite Tuch. Wir werfen mit einer Hand, mit der rechten, in die linke Ecke und mit der linken Hand in die rechte Ecke. Also ein X werfen. Nach links oben und nach rechts oben. Links und rechts. Links, rechts. Immer wieder auch abwechselnd. Mal mit der linken Hand zuerst, mit der rechten Hand zuerst. Eins, zwei, drei, vier. Werfen, werfen, fangen, fangen. Werfen, werfen, fangen, fangen. Werfen, werfen, fangen, fangen. Wenn uns das gut gelingt, kommt das dritte Tuch. In einer Hand haben wir jetzt zwei Tücher. Wir halten es so, dass wir sie einzeln abwerfen könnten. Also so nehmen, dass man sie einzeln werfen kann. Dann starte ich. Gelb, blau, rot. Ab und zu fällt es runter. Noch einmal. Und eins, zwei. Immer wieder gehen die Tücher hoch. Ich mache es noch einmal ganz langsam. Das rote Tuch fliegt zuerst, dann das blaue, dann das gelbe. Das nennt man Kaskade beim Jonglieren. Viel Spaß beim Üben!